war ein Wahlsieg, aber mit herben Verlusten für die SPÖ und Zugewinnen für die anderen im Landtag vertretenen Parteien. Das Wahlergebnis lässt SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser mit Eingeständnissen und die Bundespartei erneut mit einer Debatte über die Führungsspitze zurück. Politologin Katrin Steiner-Hämmerle erklärt, was das Kärntner Ergebnis für künftige Wahlen bedeutet und wohin die SPÖ steuern wird. Sobald sich eine mehrheitsfähige Alternative in der SPÖ finden lässt, dann sind die Tage von Pamela Rendi-Wagner gezählt. Frau Steiner-Hämmerle, nach dieser Wahl in Kärnten wird wohl das nächste Kapitel in der Führungsdebatte innerhalb der SPÖ aufgeschlagen. Aber bevor wir darauf näher eingehen, jetzt haben bis auf die Sozialdemokraten alle Zugewinne eingefahren. Wie überrascht waren Sie denn über die hohen Verluste der SPÖ? Ja, ich glaube, am gestrigen Abend waren alle überrascht, inklusive Peter Kaiser. Die Umfragen haben doch ein Ergebnis über den 40% vorausgesagt. Und das ist nicht eingetreten. Überrascht waren aber vor allem alle auch vom guten Abschneiden der ÖVP. Sie hat Zugewinne einfahren können und prognostiziert waren hier eigentlich herbe Verluste. Wer hat denn von diesen Verlusten profitieren können? Ja, es ist ein bisschen anders gewesen als wie etwa in Niederösterreich, wo doch die FPÖ der größte Gewinner oder die größte Gewinnerin war. Hier haben sich die Abflüsse von der SPÖ etwas verteilt auf die anderen Parteien. Prozentuell gesehen natürlich vom Verhältnis der Größe der Partei hat das Team Kärnten natürlich am stärksten profitiert. Es hat sich doch nahezu verdoppelt, aber ist auch entgegen vielleicht den eigenen Erwartungen auf Platz 4 geblieben, also die kleinste Landtagspartei und nicht auf Platz 3 vorgerückt vor die ÖVP. Wie Sie gerade gesagt haben, ein großer Gewinner des gestrigen Wahlabends war das Team Kärnten rund um Gerhard Köfer. Wie konnte er denn seine Wählerschaft verdoppeln? Ja, das Team Kärnten ist eigentlich eine Partei, die sich inszeniert als neue Bewegung abseits der Parteipolitik. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil in Zeiten, wenn die Verdrossenheit gegenüber traditionellen Parteien sehr groß ist. Er hat auch nichts damit zu tun, was im Bund passiert, also weder in einer Regierungsrolle und auch nicht in einer Oppositionsrolle. Und dann ist sein Geheimrezept sicher die vielen Bürgermeister, die von anderen Parteien zum Team Kärnten gewechselt sind, nicht zuletzt er als Spitaler Bürgermeister von der SPÖ kommend, aber auch der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider von der FPÖ kommend. Und er schafft es dadurch natürlich in verschiedenen auch Lager auszustrahlen, gleichzeitig mit bekannten Personen, die auch ja die sehr pragmatische Art, Politik zu betreiben, wie es eben in der Kommunalpolitik meistens der Fall ist, sehr sympathisch macht. Also es ist so ein bisschen ein Sammelbecken, nicht nur von inhaltlichen Vorschlägen, die von links bis rechts gehen, sondern vor allem auch von bekannten Gesichtern. Erstaunlich war auch, dass der Landeskoalitionspartner ÖVP etwas zulegen konnte. Was waren denn die Gründe? Ja, normalerweise sagt man ja, dass Juniorpartner sich schwer tun, eben auch Punkte abzuholen. Meistens werden Erfolge einer Landesregierung dem Landeshauptmann zugesprochen. Dieser Landeshauptmann-Bonus hat nicht funktioniert für Peter Kaiser. Hingegen hat sein kleiner Partner, die ÖVP, eigentlich mit der Aussage, wir stehen für eine gemäßigte Mitte und auch für eine bürgerlichen Ausgleich, für bürgerliche Politik in einer Regierung sehr stark gepunktet. Und sie konnten damit interessanterweise vor allem FPÖ-Wähler ansprechen. Also von den Freiheitlichen sind doch einige Wähler dann zur ÖVP gewechselt. Landeshauptmann Peter Kaiser hat in Interviews gestern sehr niedergeschlagen, sehr enttäuscht gewirkt. Wie interpretieren denn Sie seine Reaktionen? Ja, selbstverständlich ist man im Moment enttäuscht, wenn man als einzige Partei 9 Prozentpunkte verliert. Man darf nicht vergessen, Peter Kaiser hat natürlich in den letzten beiden Wahlen die SPÖ von 28% auf 47% hinauf auch geführt. Aber natürlich ist es ja enttäuschend für einen persönlich, wenn man als einziger Stimmen verliert. Ich denke,
Die Partei wird sich heute beraten, wie es weitergehen soll. Der Anspruch auf den Landeshauptmannsessel, der bleibt natürlich bestehen. Die SPÖ ist der stärkste Partei geblieben, auch mit einem großen Abstand zur FPÖ, auch wenn dieser geschrumpft ist. Aber natürlich wird es nicht leicht sein, einen Koalitionspartner zu finden, nicht nur, weil mit der ÖVP fast nur eine Option im Raum steht, sondern vor allem, weil die ÖVP durch ihre Zugewinne natürlich auch deutlich selbstbewusster auftreten wird. Aussehen tut es ja so, als würde es eher in Richtung Neuauflage Rot-Schwarz gehen. Ein Dreierbündnis aus FPÖ, ÖVP und dem Team Köfer ist ja eher unrealistisch, oder? Unrealistisch ist es nicht. Also es ist denkbar, es ist möglich, es ist vielleicht eher unwahrscheinlich. Niemand hat das am gestrigen Abend noch ausgeschlossen von keiner Partei, dass sie sich vielleicht doch auch zusammenfinden könnten. Es gibt natürlich viele Voraussetzungen für das Funktionieren einer derartigen Dreierkoalition. Die wichtigste wäre, sich zu einigen, welche Partei darf denn dann den Landeshauptmann stellen. Da hat ja doch sowohl das Team Köfer als auch die FPÖ schon den Anspruch gestellt. Und die ÖVP müsste es fast als Preis verlangen, selbst den Landeshauptmann stellen zu dürfen. Aber interessant war schon, diese drei Parteien lehnen sich jetzt zunächst einmal zurück und sagen, Peter Kaiser ist am Zug, er muss jetzt einladen zu Koalitionsgesprächen, zu Sondierungsgesprächen. Aber ich gehe schon davon aus, dass auch zwischen diesen Parteien darüber gesprochen wird und vielleicht auch darüber beraten wird, könnten wir uns vorstellen, gemeinsam eine Koalition zu bilden gegen Peter Kaiser, wohl wissend aber auch, dass die Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner sich eine Fortführung von Rot-Schwarz wünschen und eigentlich auch in den eigenen Parteien, sprich vor allem in der ÖVP, diese Variante die beliebteste ist. Also es wäre schon schwer zu vermitteln der Bevölkerung, dass man erstens die stärkste Partei ausschließt von einer künftigen Regierung und zweitens auch den eigenen Funktionären in der ÖVP schwer zu vermitteln, warum deren beliebteste Koalitionsvariante nicht zum Zug kommt. Jetzt möchte ich noch ganz kurz über die anderen Parteien sprechen. Den Einzug in den Landtag nicht geschafft haben die Neos und die Grünen, vor allem für Letztere sehr schmerzlich, da diese schon einmal im Landtag gesessen sind. Was bedeutet denn das Ergebnis in Kärnten für die Grüne Bundespartei? Naja, sie konnten, denke ich, mit einem gewissen Realitätssinn nicht fix damit rechnen, in Kärnten einzuziehen. Es ist bekannt, Kärnten ist ein besonders hartes Pflaster für kleine Parteien, auch wenn sie schon viele Jahre im Parlament verankert sind. Und das hat sich gestern wieder mal eigentlich ja, als wahr erwiesen. Auch der Landtag, der bleibt ein kleiner Landtag mit nur vier Parteien und ohne Neos und ohne Grüne. Aber es ist natürlich schwierig. Ich denke, es braucht eben für den Einzug in 5 Jahren ein gewisses Grundrauschen dieser Parteien im Land. Das heißt, dass sie einfach regelmäßig präsent sind, sich auch in die politische Debatte einbringen. Und das gelingt ohne Funktionäre, vor allem ohne bezahlte Mandatarinnen und Mandatare natürlich besonders schlecht. Olga Voglauer bleibt natürlich Nationalrätin, aber sie müsste auf jeden Fall für den Erfolg in 5 Jahren mehr Präsenz zeigen, als wie sie es in den letzten 5 Jahren getan hat. In der medialen Berichterstattung geht es jetzt vor allem um die Debatte rund um die SPÖ-Führungsspitze. Es sieht so aus, als würde die SPÖ aus ihrem Tief nicht herauskommen nach der enttäuschenden Landtagswahl in Niederösterreich, jetzt Kärnten. Das hat die Führungsdebatte innerhalb der SPÖ natürlich wieder angeheizt. Was bedeuten denn diese Wahlergebnisse für die Bundespartei und vor allem für die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner? Ja, ich glaube, da genügt ein Blick in alle Zeitungen oder Medien, dass die Debatte rund um die Führung in der SPÖ natürlich dadurch auch befeuert wurde und auf keinen Fall beendet wurde, was vielleicht jetzt auch aus Sicht der Salzburger Landespartei begrüßenswert wäre. Ich denke, allen politischen Beobachterinnen und Beobachtern in diesem Land ist klar, sobald sich eine mehrheitsfähige Alternative in der SPÖ finden lässt, dann sind die Tage von Pamela Rendi-Wagner gezählt oder eigentlich vorbei. Aber wie es scheint, gibt es derzeit noch nicht diese Person, die ausreichend Rückhalt in der
Partei findet, insbesondere natürlich auch, die es schaffen kann, das Doskozil-Lager und das Pamela Rendi-Wagner-Lager auch wieder zu verbinden. Die nächste Wahl steht bereits in 7 Wochen an. Es wird in Salzburg gewählt. Was ist denn dort dann entscheidend? Wie bundespolitisch relevant wird denn die Wahl in Salzburg sein? Was wir gesehen haben jetzt bisher bei den Landtagswahlen Tirol, Niederösterreich und jetzt auch in Kärnten, ist, dass der Landeshauptmannbonus offensichtlich nicht mehr zählt. Das würde jetzt bedeuten, dass natürlich Wilfried Haslauer vor allem auch mit Verlusten zu rechnen hat. Er ist allerdings wesentlich weniger abgesichert als wie eben die drei Landeshauptleute in Tirol, Niederösterreich und Kärnten. Salzburg, da gab es ja schon auch einmal einen Wechsel in der Partei des Landeshauptmannes. Das möchte ich jetzt noch nicht prognostizieren, aber natürlich werden auch dort die Mehrheiten geringer, enger. Es braucht vielleicht wieder eine Dreierkoalition. Und was das dann bedeutet, schon als Vorzeichen auch für die dann folgende Nationalratswahl in den einzelnen Parteien, das werden wir sehen. Aber es ist natürlich immer wichtig für Funktionäre, für die Motivation, für kommende Wahlkämpfe ein gutes Wahlergebnis einzufahren. Ich sehe hier eigentlich in Salzburg, da ist noch sehr viel möglich, sowohl für die SPÖ, vor allem für die Freiheitlichen natürlich, die auf Platz 1 liegen, bundesweit in der Umfrage, das darf man nicht vergessen. Aber natürlich wahrscheinlich auch, so steht zu befürchten, zumindest wenn man jetzt Ableitungen treffen kann von den bisherigen Landtagswahlen, dass die ÖVP hier eher wieder einen Dämpfer erfährt und nicht sozusagen eine beruhigende Situation wie heute noch abgeleitet vom gestrigen Abend in Salzburg, in Kärnten. Frau Steiner-Hämmerle, vielen Dank für diese Prognose und für Ihre Analysen. Vielen Dank.